Der ruft seine Freundin, mich, in einen Laden rein, damit ich ihn Sachen bezahle. Der Kollege hört nicht auf, weil er keinen Bock mehr hat, sondern weil es ist eine Krankenakte aufgetaucht. Und ich steche auf dich Glatzkopf ein mit einem Butterfly. Lass die Kindsmutter da raus. Hast du meine Mutter beleidigt, Alter? Was bist du denn? Du bist super? Du bist eine Schande für das ganze muslimische Volk, weil du Frauen so gut haben. Wenn einer meine Wunden findet und er keine Kugel zwischen den Augen hat, soll sofort rennen. Ich höre euch auf diesem Koran hoch und heilig. So. Ladies and Gentlemen, Habibis, ich küsse eure Herzen. Dankeschön fürs Einschalten. Heute habe ich Donald Duck dabei. Es ist auch sehr, sehr spät gerade, okay? Aber ich habe so einiges an Kino vorbereitet, was wir uns jetzt reinziehen. Du bist zum ersten Mal bei so einer Reaction dabei, oder? Er war damals in meinen Street-Videos mal ein, zwei Mal dabei. Und das war schon gut witzig. So, also, ich hoffe, ihr habt alle euer Essen vorbereitet. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Und ich sage, let's go on a window. Wir fangen erstmal mit Sarah Gebäs ihren Stories an. Das ist mir heute sehr ins Auge gestochen. Das ist mir ins Auge gestochen heute. Und ich bin mir sicher, dass das ganz interessant sein kann. Passt auf. Erstmal fing das Ganze so an. Beauty hat sich ihre Nägel machen lassen. Eine ganz, ganz interessanten Story. Passt auf. Bitte, bitte zieht euch das jetzt rein. Wir werden zwar den jungen Mann zensieren. Der ruft seine Freundin, mich, in einen Laden rein, damit ich ihm Sachen bezahle und damit er dann wieder frech ist. Mich ruft er nur, damit ich ihm Sachen bezahle, der eklige Hund. Ich alles bezahle, weil du kein Mann bist und nichts bezahlst. Natürlich, der bezahlt nichts, Leute. Der hat kein Geld auf Tasche. Ekliger Hund, lässt sich von einer Frau alles bezahlen. Leute, diese Person wohnt bei mir, diese Person, ich finanziere die, die nimmt Geld von mir, die Person schläft bei mir, ich bezahle alles, ich habe noch nie was von ihm, jeden Cent, egal was, Leute, egal was, alles bezahle ich. Er ruft mich gerade, ich war beschäftigt, ich dachte, wir gehen was essen, er ruft mich, dass ich drei Schmucken fahre für den in die Stadt, stresst mich die ganze Zeit, damit wir ihm Klamotten kaufen, damit ich für ihn Klamotten kaufe, was ist das für ein Ruf? Okay, das ist heftig. Also ich frage mich immer, in was für Kreisen sie sich aufhält, dass sie immer ausgenutzt wird, die Sarah. Und ja, also heftig, oder? Leute. War das jetzt ihr Freund, oder? Sie sagt, dass das ihr Freund ist, weil diese Person lebt bei ihr. Sie sagt ja, also das ist schon übel. Ich weiß es nicht. Gut, wir machen weiter mit Bösemann liegt krank. Krankenakte von Kollega. Jetzt ist es tatsächlich so, den Fanboys wird es jetzt mit Sicherheit nicht so schmecken, das ganze Ding. Aber wir müssen schon ehrlich sein, ne? Wir müssen schon ehrlich sein. Wir müssen ehrlich sein und, wie gesagt, den Hund an der Schnauze packen, wie es so schön heißt. Der Kollege hört nicht auf, weil er keinen Bock mehr hat, sondern weil es ist eine Krankenakte aufgetaucht. Okay. Aus der hervorgeht. Ja, okay, ich hätte jetzt gewünscht, dass er genau eingeht, um was es sich handelt. Aber vielleicht steht es ja auch in den Kommentaren. Den Typ sollte man einfach keine Aufmerksamkeit mehr geben. Bösemann ist der größte Fitnessstifter im Internet und versucht sich an jeden Rapper hochzuziehen. Sei es Farid, Cashmo, Manuelsen oder Kollege. Krankenakten liegen ist wirklich next level. HS-Move. Wie wenig Anstand und Ehre muss jemand haben. Also ich sag mal so, egal welche Krankheit er hat und wenn er krank ist, dann wünschen wir ihm eine gute Besserung und sich über die Krankheit jemanden lustig zu machen oder sage ich mal, daraus Fame zu ziehen, ist schon hart. Oh, was haben wir denn hier? Mois dreht durch nach der Trennung. Manuelsen gibt ein Statement. Was geht, my friends? Guck mal, ich habe gerade mit ein paar Freunden aus dem Keller geredet von damals. Und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Okay? Scheiß mal auf alles jetzt. Scheiß mal wirklich auf alles und tu mal alles zur Seite. Wallah, das, was ihr gerade macht, mit einem Herren,
der sowieso gerade, glaube ich, die schwierigste Zeit seines Lebens durchmacht und wie die ganze Öffentlichkeit da drauf geht und über seine persönlichen Beziehungen zu seiner Kindsmutter und was nicht alles, bei allem Respekt sage ich das, ne? Was ihr macht, das ist so ehrenlos und ist so widerlich und ist so abgrundtief schlecht. Voila, das ist so, guck mal, ihr seht doch, der macht eine schwere Zeit durch, okay? Er macht eine schwere Zeit durch und das, was ihr macht, ist widerlich. Guck mal, bei allen Fehlern, was er gemacht hat, ihr seht doch, so, Gott lässt nichts unbeantwortet. Es liegt aber nicht an euch, ins Internet zu gehen und über die Mutter seiner Kinder, und ich rede das bei allem Respekt, über die Mutter seiner Kinder herzuziehen, weil alles, was da passiert, geht weder euch noch was an, noch irgendwen anders was an. Okay? Und dass dieser Junge da sitzt, in dieser Situation, in der er ist, okay, und ihr euch so belustigt, und das ist, boah, ich schwöre, das ist widerlich. Ich kann euch nur sagen, Fisabilillah, hört auf damit, wenn ihr nicht leiden könnt, scrollt weiter, wenn ihr nicht leiden könnt, dann guckt seine Sachen nicht an, kommentiert seine Sachen nicht, aber macht das nicht, das macht was sehr, sehr, sehr Schlimmes mit einem Menschen, hört auf damit, und vor allem, lasst die Kindsmutter da raus, okay, das geht euch nichts an. Was sie macht oder mit wem sie ist oder wie sie, warum sie sich getrennt hat, das ist alles irrelevant. Lasst das bitte raus. Hört auf damit. Das ist meine Lanze, die ich brechen kann. Ich habe mich dazu verpflichtet gefühlt, das zu sagen, darauf zumindest aufmerksam zu machen. Hört auf damit. Das ist nicht korrekt. Das ist keine Art und Weise. Und das gehört sich weder unter Christen, noch unter Muslimen, noch unter Juden, noch unter einfach atheistischen Menschen mit einfach normalen moralischen Werten gehört sich das nicht. Hört auf damit. Das ist das, was ich dazu sage. Ich weiß nicht, was bei Mois in letzter Zeit auch abgegangen ist, aber ich wurde auf ein, zwei Storys markiert, wo ich gesehen habe, ihm geht's wirklich nicht gut, Leute. Also ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, aber schade, ne, was also aus einem Mois geworden ist, der früher so abging. Deswegen Finger weg von irgendwelchen Substanzen, die euch nicht gut tun. Die können euch richtig, ja, ich sag mal, aus der Bahn werfen. So, Farid Bang freestylt gegen Bösemann. Aber nur ganz kurz. So, das ziehen wir uns auch rein, komm. Bellst auf Instagram, doch hast nicht mal für einen Kraftwagen Fluss. Ja, und ich hatte wirklich mal eine schwere Zeit, als ich eine Yachtmaster trug. Und ich steche auf dich Glatzkopf ein mit einem Butterfly. Dann sucht mich die Polizei, doch ich mache mich rara wie ein Papagei. Alle Farid Bang, der G. Gut, jetzt machen wir... Kommen wir zu unserem TikTok-Fitner. Aber welches fangen wir als erstes an? Das ist jetzt die Frage. Komm. Arrogante Pate mit Yusef Berlin Live. Beef mit Nehmer wird ekelhaft. Geht Yusef zu weit? Sowas sehen wir uns doch gerne an. Ich weiß nicht mehr, meine Ande. Aber den Khaledi, je nachdem, ich weiß, Halak. Du weißt doch, du sagst, Hashak. Aber Bruder, guck mal, dann macht das Thema doch nicht bei mir auf. Ihr kommt und macht bei mir das Thema. Was habe ich damit zu tun mit eurem Flugzeug? Ja, aber er hat deinen Namen erwähnt, deswegen. Keiner hat meinen Namen erwähnt, lieb nicht. Kaletti, Bruder, ich schicke dir Live-Replay. Aber halt doch die Klappe, Alter. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Mach keine Fitner hier, Junge. Guck mal, ich will dir was sagen. King Kaletti redet nicht schlecht über mich. Leute mit Fake-Accounts. Auch auf der Straße, die hinter meinen Rücken reden. Ich f*** ihre Vorväter. Nein, King Khalid, weißt du, was nur nicht gut von dir fand? Guck mal, Leute, wir haben hier einen, der sowas noch nie in seinem Leben gesehen hat. Der hat einfach nur Kulturschock und guckt einfach nur so, wie findest du das, was du gerade hier siehst? Schon crazy? Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt das erste Mal so dabei bei so Reactions und so. Ich würde eigentlich so vieles sagen. Ich sag lieber nichts erstmal, vielleicht später. Okay.
Aber warum schießt du ganze Zeit, Alter? Was interessiert jemand, was du von mir gut findest oder nicht gut findest? Halt die Klappe, Alter. Nur letzte Mal, du weißt, du hast letzte Mal, du hast letzte Mal mir gesagt, ja, warum redest du mit Patron, redet schlecht über mich. Aber ich muss ehrlich sagen, Youssef sorgt für Beef, ja? Das heißt, dass TikTok Nick, ich bin Chinese geworden, dass TikTok nicht langweilig wird. Ja, yani Youssef bringt immer wieder Stimmung rein. Beef, Fitner, finde ich gut. Deswegen folgt alle einmal Youssef, bitte. Khalidi, warte doch mal ganz kurz. Ich schwöre, ich habe ihn zweimal rausgeschmissen. Ja, gegen Khalidi. Youssef, mach weiter. Ja, Rambo, Khalidi, shit read. Ja, Rambo, ja, MMA-Fighter. Inshallah, haut dich Beton, ja, Selim. Inshallah, macht der Ring mit dir sauber. Aber hör doch falsch, Bruder. Beton, Beton. Letztes Mal mit diesen Tschetschenen und so, Wallah, Bruder, das war falsch von dir. Wallah, Bruder. Wallah, sag ich dir, ich hab das Problem. Nein, warum ist dir wieder Tschetschen da rein? Du durftest nur auf eine Person gehen, du bist gleich auf ganze Nation gegangen. Wallah, das war falsch. Und dann hat er mich gepostet. Ich habe auf das Video reagiert, wo er auf diesen Jungen, also er hat sich mit einem Tschetschen gestritten und hat direkt die ganze Nation, sag ich mal, mit reingezogen, weil er hat gesagt, du bist Tschetschene, Wallah, nicht euch alle, hat er gesagt. Und dann hat er mein Video genommen, wo ich drauf reagiert habe und sagt, boah, das war nicht okay. Dann sagt er, ich würde Fitner machen, ja. Hä? Du hast doch gesagt, du bist Tschetschene, ich eff euch alle. Was heißt denn das? Der geht doch auf alle, auf die ganzen Tschetschenen. Und dann sagt er, ich sorge dafür, dass es Krieg gibt. Hä? So, und jeder ist derselben Meinung. Ich von dir. Wallah, ich sag dir, bist du fertig? Haben wir alle Billa, wer über, ey, wer über Tschetschen was sagt, ich tritt auf seinen Kopf, Wallah. Jetzt hör mal zu, Arrogante. Arrogante, du hast mir letztes Mal. Tschetschen rum, mit der Kitana rum, Bruder. Wallah, Billa, ich tritt auf seinen Kopf. Ey, Wallah, letztes Mal ist er auf Dings gegangen. Du hast letztes Mal gesagt, einer hat mit anderen nichts zu tun, tamam? Tschetschen sind meine Brüder, ich bin jeden Tag mit denen. Ich habe einen dagestanischen Bruder, ich bin 24-7 mit denen. Wallah. Und ich küsse dein Herz, Bruder, dass du da warst. Danke für die Nur für eure Infos, ne? Nur für eure Infos. Wenn um Tschetschener geht, kommt ihr bei meine Face auf, seht ihr, wie viele tschetschenische Brüder kommen mit mir, okay? Hm. Hört dich aus. Jetzt hör mal zu, Arrogante. Ja. Hör mal zu. Ja. Du hast letztes Mal mir gesagt, warum lässt du vor? Wisst ihr, was ich geil finde? Guck mal, die sind ja so. Die sind sogar viel älter wie wir. Aber die streiten sich, als wären sie 15. Yeah. Ja, diese Diskussion hatte man so mit 15. So, hier gibt es einen kleinen Eskalation. Die deswegen machen auch einerseits ein bisschen extra. Ja, so normal, um Action. Um genau diese Reactions, die wir hier normalerweise machen. Normalerweise gehöre ich da. Komm, ich komme noch, Leute. Okay, wir sind gespannt. Hast du heute schon Wodka getrunken? Nur eine Frage. Arrogante! Letztes Mal hast du mir gesagt, warum lässt du Ahmed Patron über mich redet? Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Sobald hat der Mund aufgemacht gegen dich, ich bin rausgegangen. Du kannst die Leute fragen, sag mir sowas nicht. Weißt du, ja, okay, ich bin korrekt zu dir und okay, ich will auch niemandem gegen dich was sagen. Okay, was hat das jetzt mit den anderen zu tun? Was hat das, warum siehst du das? Das hat nichts zu tun. Letztes Mal hast du mir gesagt, ne? Hast du mir gesagt, ich hab dir gesagt, geh nicht mit Leuten live, die mich beleidigen. Okay. Ich bin sogar rausgegangen, sobald das er deinen Namen genannt hat. Es gibt eine Regel, wenn Leute wissen, wenn einer, der echte Gott. Wenn einer, zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Streit hast, du beleidigst ihn und ich gebe dir eine Plattform, dann heißt das, ich habe ihn auch beleidigt. Oder ich gehe raus. Ja, ich bin rausgegangen. Also, sag dir, aber los, dass mein Bruder jetzt. Sei mal ehrlich, King Khalidi. Ja? Hast du meine Mutter beleidigt, Alter? Warum machst du das? Nebrecher sagt, dass du meine Mutter beleidigt hast. Nein, Bruder. Nee, das ist die falsche. Sorry, das ist die falsche. Sorry. La King Khalidi, wie viel Wodka hast du heute getrunken? Eigene weg, TikTok, eigene weg. Wallah, ja, nee, so Leute wie Yusuf und Herr Kiswayak Yusuf. Beleidige nicht. Hallo. Gib dir Hobby. Hi! Hallo! Na, ihr hübschen Boys! Wie geht's euch? Ja. Wir sind alle wild. Walla, ihr seid Gelek Hoschlo. Alle. Leute. Sei mal ehrlich, ja. Du hast. Ich weiß nicht gar nicht, für wen ich mich entscheiden soll jetzt. Walla, wer nimmt dich denn hier? Allein Müllhaufen-Charakter. Ich schwöre auf alle. Ja, was machst du da, Bruder? Ein Yusuf, ja, Selim. Was hast du für einen Charakter, Alter? Was für ein Müllhaufen, ja, Selim? Richtige Müllhaufen, Alter. Wallah. Ich sag doch, Yusuf macht seinen Job sehr gut. Auch sportlich. Arrogante.
Ist besser. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Dann geh doch, arbeite doch, du weißt wo. Du weißt wo diese Linie, wo Straße ist. Er geht auf Puff. Kriegst du wenigstens Geld dafür? Sei doch nicht so dumm und mach's. Was geht denn bei? Warum bist du so voller Hass? Warum bist du so negativ aber eingestellt? Doch, aha, ich kann mich nicht entscheiden. Warum kannst du nicht lachen? Guck mal, ich will erstmal was. Dann aber geh auf Straße, verdien Geld damit wenigstens, anstatt hier sag mal diese ganz genau, ich liebe dich. Warte, Abusha, ich habe alle gestummt. Bitte guckt euch das mal an. Guck mal, die guckt uns gerade zu. Guck mal, ich urban, ich liebe dich. Wallah, wenn du nur reden würdest, ich würde die Menschheit. Guck mal, wie süß. Guck mal, was für Blicke. Elegant wie ein Mann. Guck mal, wie süß die ist. Urban. Guck mal. Guck mal, was für Blicke. Guck mal. Weißt du, wie seine Katze heißt? Guck mal, was für Augen. Guck mal, Bruder. Ihr redet beleidigt. Die macht so, die sagt Eib, ja. Ey, Leute. Wenn wir schon bei Barello sind, ne? Ich habe einen Kumpel von ihm gefragt. Das ist ein sehr guter Kumpel von ihm. Besser gesagt, sein Cutter kennt ihr ja alle. Und ich muss ehrlich sagen, er ist ein guter Kumpel, weil er hat mir nicht verraten, was mit Barello los ist. Aber wie wir alle mitbekommen haben, was ich sogar vorausbeschwört habe, dass es zu einigen Steuerschulden kommen werden. Bei solchen Summen, die Barello gemacht hat. Und die Steuerschulden sind in Deutschland, sage ich mal, du lebst als ein Influencer 2 Jahre lang brutal, sagen wir auch noch 3, aber ab dem 3. Jahr geht's los und dann klopft das Finanzamt an deiner Tür. Und glaub mir, das willst du nicht. Und wenn du da nichts hast, dann bist du am Arsch. Junge, die hat mehr Eier als Barisch, ja, Salami. Mich fertig zu machen. Mach weiter. Mach genauso weiter. Du machst alles richtig. Mach. Sag noch was. Was sagst du dazu, Kätzchen? Wallah, du bist eine Schande für jeden Boden. Hey, Yusuf, mach es, Bruder. Wallah. Du bist ein Beispiel. Du bist super. Du bist ein Beispiel für die ganzen Muslimen. Du machst mich auch. Wenn sie mich mag, so benimmt sich doch kein Kopf. Ich hab gesagt, du bist ein guter Streamer. Du hast gute Streams. Hab ich was schon gesagt? Für welche Männer, für was ist die? Denkst du, du bist gar kein Mann. Du bist für mich gar kein Mann. Du bist für die ganzen Weiber, du bist kein Beispiel. Nein, das ist schon peinlich wegen deiner Art und Weise. Das lasse ich so stehen einfach. Leute, 20 Punkte. 20 Punkte brauchen wir. Das ist einfach so stehen. Leute, einer kann auch 20, Alter. Ey, gleiches Fußball. Ja, was los mit euch, Leute? Ja, chillt doch mal, ja. Ich hab nichts gemacht. Was machst du in der Türkei? Für jeden Kurden, Wallah. Du bist eine Schande für jeden Kurden. Oha. Was bist du denn? Du bist super? Du bist eine Schande für das ganze muslimische Volk, weil du Frauen so gut hast. Kennst du mich überhaupt? Kennst du mich persönlich, dass du mich so überfragst? Nein, aber kennst du mich persönlich, dass du sowas zu mir sagst? Weißt du, was ich mache? Du willst gerade Fitna machen wegen einer Frau, die du nicht kennst, obwohl du gerade selber eine eigene Baustelle hast. Los, geh ich raus, Rose. Nimmst du dich nicht, Baris? Hier deine Rose an die Regierung hier. Nimmst du dich nicht? Wallah, bei der Kranke, Digga. Der ist richtig behindert. Ja, von alle zusammen. Eine Rose habe ich gerochen. Danke, Leute, an alle, die was reinschicken. Hat mich gestochen. Mit Blut habe ich geschrieben. Meine Zuschauer, ich werde euch alle lieben. Zitat zu Ende. Wallah, Billa, du nervst mich, ja, mit. Hört auf, euch fertig zu machen, ihr Salami. Entschuldigt euch gegenseitig. Khalas, wir sind haram, einfach mit mir. Nein, Alles gut. So. So ein Sibyl. Sympathisch, Junge, ich bin nicht sympathisch, ich bin so wie ich bin als Paar. Barisch. Obwohl ich sagen muss, Dieselgeräusch kurz aus, obwohl ich sagen muss, dass trotz der Unterhaltung finde ich es sehr übertrieben, auf eine Dame loszugehen, die du zum ersten Mal siehst. Und du kennst die Hintergründe nicht. Ja, okay, das musste jetzt nicht sein, was sie da für einen Spruch gelassen hat. Aber wir sind auf TikTok gerne, du weißt nie. Egal. Wir freuen uns auf. Meine Katze hat gerade gesprochen, die hat gesagt, die hat mehr Eier als du. Wow.
Das war nicht schlimm, TikTok-Schnurren. Die hat ja so große Eier. Siehst du, Bruder, benimmt euch nicht beleidigen, nicht erniedrigen. Wir sind alles Menschen. Never, woher kommst du? Wir reden aus mit Bremen. Keinen Sibbeln. Aus Bremen, aus wo Bremen? Neustadt, Hochding, Kattenturm, woher? Ja, so ungefähr da, so, Bremen, was du gesagt hast. Never, ich habe mal eine Frage. Wie lange warst du mit Alvaro zusammen? Ich war nicht mit ihm zusammen. Aber ihr habt euch... Wir haben uns kennengelernt, so ein, zwei Monate. Auf der Plattform. Ja, sie war mit ihm zusammen. Sie schämt sich nur zu sagen, dass sie mit ihm zusammen war. Ja. Ich wusste direkt, Alvaro ist ein und er hat genauso ein angezogen wie du weißt doch. Was denn? Direkt. Also ich will nur sagen, gleich gesellt sich gern. Nein, ich weiß nicht. Gleich und gleich gesellt sich gern. Du weißt doch. Ich hab die auf Stumm. Oha, er sagt Pisch, zieht Pisch. Ich höre das. Hört auf damit, Walla, sonst geh ich. Ja, die können doch zusammen essen, Bruder. Arrogante Pate. Der macht auch richtig mit, ne? Die machen beide. Ja und? Das heißt ja nicht, wenn man zusammen essen geht, dass man Flutschi-Flutschi hatte. Nicht jeder hat die Gedanken. Nicht, aber das sagst du. Ja, okay. Ich muss mit meiner Frau einfach so essen gehen, Bruder. Aber... Ey, warte mal, Allah, Allah, ich hab mal schon Jahr, Bruder. Salak, Salak, Schäle, Lämmen. Ich frag dich nur, ob ihr esst, was ab. Also, ich hab doch eure Videos gesehen. Man konnte doch die Videos sehen. Ja, von denen konnte man auch Videos sehen. For you, Bruder. Ja, bei dir auch mit Supergirl. Ja, aber weißt du, was ich frage? Habt ihr alle gehabt im Leben, oder was? Was seid ihr für. Warte. Redest du mit mir? Oh, nein, ich rede mit allen, die hier gerade reinschreiben. Ach so. Alle, einfach alle, die gerade zuschauen. Ja, aber ganz ehrlich, aber Frage. Hallo, ich rede mit dir. Es ist respektlos, als eine Frau über zu reden in der Öffentlichkeit. Das ist nicht schön. Na, ist das respektlos? Ja, das ist respektlos. Ja, natürlich ist das respektlos. Warum? Aber warum? Brauchst du einen Sch*** oder was? Nein, warum ist das? Ich hab die ganze Zeit Respekt vor der, Bruder. Wallah, Yusuf hat richtig mit der gemacht. Die redet über Jara, dann sagt die, boah, drei hübsche, ich weiß nicht, was. Geh mal weg, Amon Abrim. Nicht Thunfisch, sondern, Alter. Sie will kein Maschara, sie will Flutschi, Flutschi, Bruder. Okay, komm, wir machen weiter, wir bleiben nicht bei einer Sache hängen. Und zwar, Marme. Oh, komm, wir nehmen erstmal die beiden, oder? Komm, wir nehmen erstmal die beiden. Das kann bestimmt lustig werden. Ülmen, Isa Heisenberg. Boah, das ist bestimmt unterhaltsam. Hey Isa, was geht? Wie geht's dir? Gut, danke schön. Was warst du letztes Mal so frech zu mir und meintest du, ich sollte kommen, wenn ich Zuschauer hätte, um Fame aufzubauen auf deinen Nacken? Junge, du bist ein unbekannter Typ im Internet. Die Menschen kennen mich seit 10 Jahren. Was mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Nein, hör mal zu. Wenn du mit mir live gehst und ja, wenn ich dir eine Anfrage schicke und bei dir unten reinkomme als Gast, dann sieh das als eine Ehrung für dich. Weil normalerweise gehe ich nicht als Gast bei jemandem rein. Okay? Junge, außerhalb von der App kennt dich niemand. Ich war im Fernsehen. Warst du jemals im Fernsehen? Hattest du jemals ein Millionenpublikum? Junge, was ist TikTok, Junge? Was ist TikTok? Jetzt gerade habe ich schon wieder mehr Zuschauer als du. Junge, du bist, weißt du, was du bist? Für mich? Egal zu welcher Tageszeit, ich habe immer mehr Zuschauer als du. Immer. Aber ich bin der No-Name. Du bist bei Action von Toilettenpapier für mich, okay? Du kannst sein, wenn du bist. Jetzt hast du einen rausgehauen. Du kannst ich habe das Video von dir auf YouTube gesehen, wo du diesen Typen da so dies und das machst. Ne? Schämst du dich nicht? Du hast Schläge, dieses Video, Internet-Rambo, kriegt Abreibung seines Lebens. Weißt du, was der für ein Video meint? Dieses Leute und du. Das hat er nämlich auf seine Seite hochgeladen. Pass auf. Ja, passt auf, Leute. Das Video meint er. Ich entschuldige mich bei keinem von euch. Was? Entschuldige dich. Es tut mir leid, was passiert ist. Was? Was? Es tut mir leid, dass das passiert ist. Guck, zeig mal. Wenn sich jemand mit mir anlegt, wenn sich jemand mit mir misst, wenn sich jemand mit mir messen möchte, wenn sich jemand mit mir streiten möchte, dann hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Ende. Und diese Konsequenzen folgen unmittelbar. Okay? Mein Gott. Boah, der hat ihm den Bart rausgerissen. Beweg deine Arschien, ich warte auf dich.
Ich werde dich so gleich, ich werde dich so ficken und vergewaltigen. Ja, Mann, guck mal, der hat seinen Bart rausgerissen, Alter. Boah. Boah. Ich entschuldige mich bei keinem von euch. Was? Es tut mir leid, dass das passiert ist. Guck, zeig mal auf mich. Habt ihr das gehört? Er wollte mich abknallen. Guck mal, was mit ihm passiert ist. Boah, heftig, Alter. Ich sag euch ehrlich, eine Faust zu bekommen, eine Backpfeife zu bekommen, ist besser, wie dass du dir den Bart abreißen lässt. Egal, was danach passiert, egal. Auf jeden Fall. Boah, Digga. So, und darum ging es. Jetzt machen wir hier weiter. Video auf genau YouTube, habe ich gesehen. Und jetzt hier auf TikTok versuchst du dich als Gutmensch darzustellen. So kleine Kinder müssen zuhören, wenn große Männer reden. Große Männer, die sich andere Leute packen und so, die Probleme einfach mit den Fäusten regeln. Bist du ein erwachsener Mann, der Probleme mit den Fäusten regelt? Wenn du dein Maul aufmachst, da kommt nur Dreck bei rum. Okay, das, was du aus deinem Mund rausgibst, ist wie dünn. Ja, Dünnpfiff. So, du solltest aufhören. Guck mal, ich sag dir das im Guten. Ich sag dir das nicht, weil ich dich nicht mag. Ich sag dir das nicht, weil ich dich hasse oder sonst was. Ich sage dir das, damit du ein bisschen dazu lernst. Du bist ein kleines Kind. Ich schwöre bei Gott, du bist kein richtiger. Du bist hier oben noch pubertär. Das, was du machst, das ist überhaupt nicht gut. Weil du hetzt auf ekelhafte Art und Weise. Das stimmt nicht. Guck mal, du versuchst. Weil ich Schweinefleisch esse? Junge, du kannst dich in Schweinefleisch baden, das juckt mich nicht, Alter. Von mir aus stopf den ganzes Ferkel in deinen Hintern rein, Alter. Juckt niemanden. Du Vollpost. TikTok, wir distanzieren uns. Es geht einfach nur darum, dass du eklig bist. Eklig in deiner Art und Weise. Jetzt mobbt er mich aber. Kannst du bitte aufhören, mich zu mobben? Bitte hör auf damit. Du redest mit Menschen. Weißt du, was er mit so einer Art und Weise versucht, Leute? Er versucht, dass seine Leute rübergehen in dem Moment, wo er so redet und alle ihn melden. Und dann ist er, bam, ist er gesperrt. Zack, ist er weg. Und das macht er mit jedem. Guck mal, du bist ein kleines Kind, du hast einen niedrigen IQ, du bist grenzdebil, das wissen alle. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja auch mal irgendwann nur noch bilden. Das ist auch nicht schlimm. Du kannst dir einen Bildungsgutschein holen beim Arbeitsamt oder beim, wo auch immer. Ja, oder beim Bildungsgutschein. Aber du brauchst mich doch nicht zu mobben. Da kannst du dich von mir therapieren lassen. Da bringe ich dir Deutsch bei und ich bringe dir Benehmen bei, das, was dein Vater dir nicht beigebracht hat. Okay. Sehr schlau, jetzt was geh auf Eltern, genau. Sehr respektvoll. Ja, ich bin ein Cowboy. Seht ihr eigentlich eine Ähnlichkeit zwischen mir und ihm? Könntest du vielleicht doch mein verschollener Sohn sein? Da bist du aber nicht. Naja, egal. Richtig toller Spruch, ey. Wie oft hast du den schon gebracht? Was ich dir damit sagen möchte. Hat sich angehört wie so ein Google-Spruch, Alter. Was ich damit sagen möchte, ist, guck Lack, mal, mach den Kamm dich, runter. Mach den bitte, Kamm runter, das ist gefährlich. Benimm dich bitte und. Pass auf, dass du dir diesen Kamm nicht in dein Auge piekst, okay? Hör auf, Probleme mit den Fäusten zu regeln. Ich habe das YouTube-Video gesehen von dir, ja? Der provoziert richtig. Aber normalerweise müsste er auch so reden wie er, weißt du? Sonst bekommst du ihn nicht. Egal, was du machst. Das YouTube-Video heißt Internet-Rambo kriegt die Abreibung seines Lebens auf YouTube. Jetzt hat er mich schon wieder auf stumm gemacht. Die Menschen niederzumachen. Guck, jetzt hat er mich wieder auf stumm gemacht, weil der Angst hat, dass die Leute mitkriegen, was sein Video ist von ihm auf YouTube. Das ist richtig scheiße. Er versucht nämlich hier auf YouTube einen sowas wie so einen Imagewandel zu machen. Er versucht so einen Imagewandel zu machen. Er versucht sich jetzt mittlerweile als Gutmensch darzustellen. Dabei ist er schon immer ein Mensch gewesen, der Probleme mit den Fäusten geregelt hat. In Deutschland stellt das aber einen Straftatbestand dar. Man darf hier in Deutschland keine Selbstjustiz ausüben. Darf man nicht, ja? Wenn wir zuhören, er redet und er redet auch, die reden beide gleichzeitig. Wenn man ein Problem mit jemandem hat, geht man zur Polizei und dann geht man zur Polizei. Und dann geht man zur Polizei, wenn man mit jemandem ein Problem hat und dann regelt man das so. Aber dieser junge Herr, davon gibt es auch Videos auf YouTube, das heißt Internet-Rambo kriegt die Abreibung seines Lebens. Könnt ihr mal reinschauen bei YouTube. Ich zeige das auch in meine Telegram-Gruppe später rein, wenn ihr wollt. Und jetzt versucht er sich als Gutmensch zu positionieren, versucht sich als geläuterten Moslem zu positionieren, obwohl er offensichtlich genauso etwas getan hat. Ja? Und das ist für mich
heuchlerisch und dementsprechend brauche ich auch so einen Mann nicht zuhören. Junge, ja? Junge, wieso äffst du mich jetzt nach? Das ist respektlos. Wieso schaffst du es nicht, erwachsen mit mir zu reden? Wieso soll ich dir zuhören, wenn du mich die ganze Zeit nachäffst? Wenn du dich über meine Behinderung lustig machst, wenn du sagst, ja, ich sei schade, eklig und so, du hast mich gemobbt, die ganze Zeit mobbst du mich. Das verbitte ich mir. Und dann machst du mich die ganze Zeit auf stumm, weil du Angst hast. Das heißt, ich habe Sachen zu hören, die dich verletzen können. Ja, du hast einfach Angst, ja, und deswegen machst du mich auf stumm. Du kannst auch nicht reden, während du mich reden hörst. Deswegen machst du mich auf stumm. Meinst du wirklich, irgendjemand versteht, was du sagst? Die einzigen Leute, die dich hören, sind die Leute in deinem Stream. Direkt hat der einen Verstoß. Siehst du? Guck, der hat jetzt erreicht, was er wollte. Das, was ich euch eben gesagt habe. Der hat so lange gemacht, bis der gemeldet wurde. Jetzt hat er einen Verstoß. Er kommt selber nicht drauf klar. Guck mal. Das ist ja ein Scheiß. Die melden meinen Stream, Leute. Die melden meinen Stream. Sehr gut. Ihr solltet alle zusammen bitte jetzt erstmal Dings machen, hier oben drücken. Hier auf den Bildschirm tippen, damit Dings machen. Erstens gibt es kein gewaltfreies Leben. Oh, guck mal. Das Live von Isa Heisenberg wurde eingestellt. Da hat ihn sperren lassen. Ja. Ich hab's euch gesagt, so schnell geht's. Er macht das schon krass, Digga. Gut, ziehen wir uns noch eine letzte Sache rein. Yusef, den wir vorhin hatten, der schön Fitner macht. Ansage an Papa Kralle und seine Familie und Freunde, einfach krank. Oha, Digga. Also, ich habe schon in meinem Video gesagt, mit ihm sich anzulegen, ist mit ihm nicht so gut Kirschen essen. Ja. Ich schwöre euch auf diesen Koran. Ja. Auf diesen Koran. Wenn meine Wunde klingelt und keine Kugel zwischen deine Augen kriegt, ich bin der größte HS. Ich schwöre euch auf diesen Koran. Wenn einer meine Wunden klingelt und er keine Kugel zwischen den Augen hat, soll sofort brennen. Ich schwöre euch auf diesen Koran hoch und heilig. Auf diesen Koran. Sobald einmal deine anderen abwischt und er nicht schwöre, ich bin der größte. Allah soll mich sofort nehmen. Leute, was sagt ihr dazu, zu dieser Aussage? Was sagt ihr? Also ich bin, ja, ich will gar nichts dazu sagen, es ist heftig, Mann. Und er wegkommt. Ich bin der größte AS, wenn derjenige wegkommt, voila. Derjenige direkt. Und tschüss, und ich gehe wieder ein paar Jahre im Gefängnis. Nicht schlimm. Für was denn, Bruder? Für was? Nein, für Leute, die denken, die können einfach einmal nur klingeln mit einer anderen Absicht, wenn er nicht. Ja, ich weiß, ich sag ja für die Leute auch, die denken, aus Spaß zu klingeln, wenn einer einmal klingelt. Einmal. Er soll wegkommen von dieser Haustür. Wallah, ich weiß selber nicht, Anton, von wo diese ganzen Leute auf einmal kommen. Jeden Tag, ja, jeden Tag. Ich bin schon 2 Wochen nicht aktiv. Wallah, hab jetzt nicht mal Freunde von ihm klingeln jetzt bei ihm nach dieser Aussage. 3 Monate nicht aktiv. Weißt du, kommen immer irgendwelche Leute, die melden. Die Leute. Aber warte ich schon mal live zusammen oder? Nein, der macht ja der redet ja die ganze Zeit im Live, immer reden. Hast du recht, Anton. Ich schwöre dir auf alles, Anton, ab jetzt hat das ein Ende. Nie wieder. Ihr seid ja sowieso immer da, Anton. Dankeschön, Coco. Wenn ihr seht, einfach einer blockieren, bitte blockieren, einfach blockieren, bitte blockieren. Ihr seid ja sowieso fast auch immer da, ja. Ich habe auch keinen Bock, Ayush, ach so, du bist hier kein Modi, Ayush, ja, Rally. Das ist mein Backup-Account. Einfach blockieren. Ich Idiot, ich nehme Leute ernst, die kommen nicht mal aus Deutschland, Alter, Wallah. Hast du gehört? Leute, das ist ja solche gut. Wallah, meine Schuld. Sag mal laut, was du gesagt hast.
Er sagt, er zieht. Der zieht safe. Ich sag dir mal was. Weißt du, wie viel? Eben, bevor der gekommen ist, der hat 100 Pro eingerotzt. Ich bin ein Fuchs. Ich sag dir eine Sache auf TikTok. Weißt du, wie viele da wegrotzen? Der hat Hollywood-Schnupfen, das hörst du direkt mal. Weißt du, wie. Aber das ist seine Stimme, ist echt so. Seine Art. Weißt du, jetzt abgesehen. Aus mit so warte Drogen, doch mal, Leute. Abgesehen jetzt von ihm, weißt du, wie viele auf TikTok das machen? Die machen es sogar neben der Kamera. Die gehen kurz weg. Die machen den hier und dann sagen die, oh, vor der Kamera. Und da gucken so viele Kinder zu und das interessiert die nicht. Jetzt abgesehen von Yusuf. Warte mal, er reinigt. Anton, mein Schatz. Anton, du verschimmelte Ente. Gogeta, ich küsse deine Augen, Gogeta. Okay, ich glaube, das war's mit der Ansage. Ich guck mal, ob wir hier irgendwas Interessantes noch haben. Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch. Es wäre wichtig für mich, dass sie Blut abgeben. Ich habe immer ein bisschen gerne Blutproben, damit ich ihre Werte... Verzeihen Sie meinen Ausschlag unter dem Augen. Junge. Das kannst du mit den Mulos machen. Aber nicht mit denen, die schon tausendmal übers Kuckucksnest und zurückgeflogen sind. Oh, ich hätte so gerne diese Fake-Zähne von meinem Gehirnlemming. Ach, der Zahn ist ein bisschen länger. Das sieht nicht so aus wie die Zähne meines Gehirnlemmings. Deswegen werde ich einen gesunden Zahn, der zu meinen Organen gehört, einfach zerstören lassen und somit meine Organe. Damit ich dann auch solche Fake-Zähne habe, wie das Gehirnlemming. Jo, was ist los mit denen, jo? Was dich triggert, triggert mich nicht. Was geierst du überhaupt in meinem Maul, Alter? Digga, spann die mir in den Mund, Alter, hä? Maximal-Maulspanner, Alter. Mundspanner des Grauens, Alter, jo. Okay, ich denke, das mit der Folge reicht, Habibis. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Kino-Unterhaltung, C.G. Jackson, Valley Jackson. Ich küsse eure Herzen. Danke für euren Support. Ballert noch mal ein paar Kommentare rein. Wir küssen eure Herzen und sehen uns im nächsten Video.